Zur Diskussion über das Papstamt darf ich nun alle vier Professoren nach vorne bitten. Ich möchte Ihre Diskussion untereinander mit einer Frage meinerseits einleiten. Und zwar möchte ich auf den biblischen Bezug des Papstamtes zu sprechen kommen. Der ist in den Vorträgen angeklungen, aber jetzt noch einmal explizit. Die evangelische Kirche nimmt für sich ja in Anspruch, eine Kirche des Wortes zu sein, mit klarem Schriftbezug. Und nun gibt es also in der Heiligen Schrift diese bekannten Worte im Matthäusevangelium im 16. Kapitel, wo der werdende Petrus Jesus antwortet: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir dies offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Die besondere Bedeutung des Petrus ist doch zumindest an dieser Stelle der Schrift offensichtlich. Meine Frage nun zunächst an Herrn Heiler und an Frau Nüssel: Wie gehen Sie als evangelische Theologen, wie geht die evangelische Kirche mit diesem Schriftbefund aus Matthäus 16 um? Wir versuchen etwas, was man hermeneutisch durchaus riskant bezeichnen könnte als das Vollhören des Neuen Testaments. Und dann muss man sich für den textlichen und thematischen Kontext dieses Petrus-Wortes interessieren. Zwei Beobachtungen. Die eine ist, zwei Kapitel weiter in der sogenannten Gemeinderede des Matthäus-Evangeliums wird dieses Amt der Schlüssel allen Jüngern anvertraut. Also das müsste man schon mal zueinander ins Verhältnis setzen. Und dann, darauf hatte Herr Clausen es ja schon hingewiesen, gibt es mindestens in der Tradition rund um das Johannesevangelium die Tradition der Rede vom Lieblingsjünger. Aha, noch eine andere Figur. Und ein Gutteil der Geschichte der Urgemeinde ist eine zu Zeiten heiße Auseinandersetzung, die der Apostel Paulus um die Anerkennung seines Apostolats geführt hat. In diese Kontexte würde ich das Petruswort aus Matthäus 16 gerne einbeschreiben. Und was uns dann auch zögern lässt, ist die Tatsache, dass in den Petrustexten wohl eine Sonderrolle des historischen Petrus im Kontext seiner jünger Kollegen benannt wird, dass wir aber nicht zu erkennen vermögen, dass in irgendeiner Weise von Sukzession einer Weitergabe dieses speziellen Petrusamtes die Rede wäre. Das ist jetzt mal ein bisschen wüst zusammengezogen, einige der Argumente, die uns Matthäus 16, 18 in den Kontext stellen lassen. Es sei denn, Sie hätten doch was ganz anderes dazu, Frau Nüssel. Was ganz anderes nicht, aber ich möchte erst mal kurz einfach darauf hinweisen, dass es zu dieser Frage eine intensive Debatte auch zwischen theologischen Fakultäten gegeben hat, weil es mal ein ökumenisches Konsensdokument gegeben hat von der Deutschen Bischofskonferenz und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, das diese Frage angeschnitten hat, und dazu waren Stellungnahmeverfahren nötig, und dann haben eben die Fakultäten angefangen, Gutachten zu schreiben. Und da muss man sagen, kommen die evangelischen Gutachten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, was vielleicht zunächst mal einfach ein Zeichen dafür ist, dass sich mit exegetischer Auslegungskunst eben auch, dass man die sozusagen unterschiedlich zur Anwendung bringen kann, dass sie auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen immer schon da reingeht. Ich selber bin schon der Auffassung, dass man sagen kann, das, was die Rolle, die dem Petrus zukommt in den neutestamentlichen Aussagen, ist zweifelsohne eine besondere Rolle.
Und sie ist auch gerade darin besonders, dass von Petrus wie von keinem anderen Jünger berichtet wird, dass er mit seinem Verhältnis zu Jesus hadert. Der ist ja, er bekennt sich zu ihm und in entscheidenden Augenblicken ist er auch wieder nicht an seiner Seite. Er ist im Grunde genommen sozusagen eine exemplarische Glaubensfigur darin, dass man sich, wenn man mal sich diese Geschichten alle zusammennimmt, mal vor Augen führen kann, was sozusagen ein Glaubensleben, das Verantwortung trägt, in der Spitze bedeuten kann. Und jetzt kann man schon sagen, dass, und dieser Redeweise schließe ich mich eigentlich an, dass vielleicht ein solcher Dienst mit einer Nachfolgeregelung im Neuen Testament noch nicht ausgesagt ist, aber dass man sehr gut nachvollziehen kann, dass später, als die Kirche sich formierte und Leitungsaufgaben nötig waren, man sich sehr, sehr leicht auf den Petrus zurückbeziehen konnte, zu dem dieses gesagt wurde und der diese besondere Rolle hatte. Und dann sprechen viele von einer Präfiguration dieses Dienstes und das halte ich nicht für unsinnig. Man muss jetzt allerdings auch sagen, selbst wenn das im Neuen Testament, selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, das ist noch kein Dienst dort, das haben ja manche Exegeten evangelisch gesagt, ist damit auch noch kein abschließendes Urteil über die Rolle des Papstes gesprochen. Auch so rum muss man zurückargumentieren. Danke sehr. Wie verhalten Sie sich zu den Aussagen Ihrer evangelischen Kollegen, Herr Klausnitzer, Herr Marschler? Also zunächst mal ganz einfach, Matthäus 16, 18, gibt Jesus dem Petrus den Schlüssel des Himmelreichs und die Binde- und Lösegewalt. Nur die Binde- und Lösegewalt ist in Matthäus 18, 18 erwähnt. Also vom Schlüssel des Himmelreiches steht in Matthäus 18, 18 gar nichts. Also wenn Sie da die beiden vergleichen, die kann man auch miteinander vergleichen. Dann würde ich sagen, ich würde auch nicht an einer einzigen Stelle des Neuen Testaments oder von einer einzigen Stelle des Neuen Testaments große Ableitungen folgen lassen. Aber wenn Sie das ganze Petrusbild des Neuen Testaments anschauen, angefangen von den Briefen des Paulus, 1 Korinther 15, 5, zuerst erschienen im Kephas, Protophanie, also die Ersterscheinung, ist für Paulus nicht Maria von Magdala, sondern Kephas, was wichtig ist anscheinend für den Paulus. Wenn Sie Lukas Evangelium anschauen, Lukas 22, 31, wenn du umgekehrt bist, stärke deine Brüder, was heißt stärken hier? Und das wird nur dem Petrus gesagt, wird nicht jedem Glaubenden gesagt. Und Johannes 21, 15 bis 17, weide deine Schafe, da wird auch im Gegensatz zum Lieblingsjünger eine andere Figur in den Mittelpunkt gerückt. Wenn ich überhaupt die Jüngerlisten des Neuen Testaments anschaue, an allen Jüngerlisten des Neuen Testaments, Ausnahme Galater 2, 9, wegen der spezifischen Gegnerfrage des Galaterbriefes, ist immer Petrus an erster Stelle. Und immer Judas Iskariot an letzter Stelle, das bedeutet, das muss doch eine Bedeutung haben. Und wenn Sie, allerdings muss ich dazu sagen, da stehe ich Ihnen zu, wenn Sie diese berühmten oder klassischen Petrusstellen hernehmen, sind die alle austariert durch Gegenstellen. Also zum Beispiel die Stelle Lukas 31 bis 32, wenn du umgekehrt bist, stärke deine Brüder, kurze Zeit später kommt die Verleugnung. Matthäus 16, 18, du bist Petrus der Fels und dann heißt kurze Zeit später, du bist mehr ein Stolperstein, du stellst meine Interpretation in Frage. Und Johannes 21, 15, 17 wird auch austariert durch die letzte Stelle, was geht das dich an, was Johannes da tut. Das ist natürlich stimmt das, aber das ist ja gerade die Aufgabe dieses Petrusdienstes, das ist ja kein... Es ist nicht meiner Meinung nach ein Typus des Glaubenden, sondern es ist eine ganz konkrete Person, die da einen ganz konkreten Auftrag hat. Hm. Nur Petrus hat den Herrn dreimal verraten, offensichtlich. Nur Petrus war in dieser Funktion, dass Jesus zu ihm sagen musste, du musst dich erstmal bekehren, bevor du diesen Auftrag übernimmst. Von daher scheint mir das sehr eindeutig zu sein, da wird eine ganz besondere Person herausgegriffen im Neuen Testament und die bekommt einen Auftrag. Dieser Auftrag ist nicht eine reine Monarchie oder ein reiner Absolutismus, sondern ist eine ganz, ganz wichtige Funktion im Kontext der neutestamentlichen Jüngernachfolge. Hm. Herr Klausnitzer hat ja am Anfang des Vortrags, glaube ich, darauf hingewiesen, wir stehen hier eigentlich bei der Frage nach dem Petrusamt
vor einem Problem, das auch sonst in der Dogmatik und auch in der ökumenischen Diskussion eine große Rolle spielt. Wie vermitteln sich eigentlich Grundlagen der Schrift in der späteren Geschichte der Kirche? Und ich glaube, gerade den Petrusdienst kann man von der weiteren geschichtlichen Entwicklung der römischen Kirche und dann auch der römischen Kirche im Gesamt der Kirchen, der Communio der Kirche einfach nicht trennen. Es war ja zunächst gar nicht so sehr der Rekurs auf einzelne Bibelstellen, der jetzt einen besonderen Anspruch der römischen Kirche befördert hat, sondern es war vor allen Dingen die Einsicht, dass die irgendwie den rechten Glauben sichern kann in verschiedenen Diskussionen, in verschiedenen Auseinandersetzungen. Irgendwo, wenn die anderen nicht weiter wussten, schaute man nach Rom, nicht? Und dann beginnt eine neue Relektür dieser Schrifttexte und beginnt auch der Bischof von Rom sein Amt in einem bestimmten Licht zu verstehen. Wenn man jetzt jemanden, der noch nie was vom Christentum gehört hat, mit einer Bibel in eine Ecke setzen würde und sagen würde, so ungefähr, darauf soll es hinauslaufen, auf einen Papst, und jetzt beweist mir das mal aus der Schrift, würden wir natürlich nicht zu den Aussagen des Ersten Vatikanums kommen. Wir können einfach die Bibel von ihrer lebendigen Auslegung in der Tradition nach katholischem Verständnis nicht trennen. Das mag man jetzt eine normative Kraft des Faktischen in der Geschichte nennen, aber es ist einfach die Vermittlung, im Grunde die inkarnatorische Vermittlung von Schriftvorgabe und Traditionsentwicklung, die am Ende dann diese Bedeutung, diese Rolle des Papstamtes herausgeschält hat. Ich glaube, da hat auch die katholische Theologie gerade im 20. Jahrhundert gelernt, den Begriff der Tradition dynamisch zu denken. Und da sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter als beim Streit um einzelne Schriftverse oder Schriftstellen. Da geht es halt um die Frage, inwiefern erkenne ich die Entwicklung der Kirche in solchen zentralen und fundamentalen Zügen auch als geistgeleitet an, über die biblische Epoche hinaus. Nicht, inwiefern sehe ich solche grundlegenden Einsichten, wie sie sich nach katholischem Verständnis eben in der Rolle des Papsttums langsam herausgebildet haben, auch als letztlich verbindlichen Teil von Offenbarung an. Danke. Nun wird ja verschiedentlich erwogen, dass der Papst zugleich ein Ehrenprimat für die gesamte Christenheit innehaben könnte. Es ist schon angeklungen. Es wäre dann der Papst der römisch-katholischen Kirche zugleich so etwas wie der Repräsentant und Sprecher aller Christen und eben auch der evangelischen Christen. Meine Frage an Sie: Worin liegt für Sie der Reiz einer solchen Vorstellung und wo sehen Sie andererseits Ihre Grenzen? Wer zuerst möchte, darf sprechen. Der Reiz ist nicht nur medialer Natur, zumal es ein ziemlich billiges Argument wäre, wir leben in einer schnelllebigen Mediengesellschaft und es muss ein Gesicht vorn stehen. Das allein würde mir nicht genügen. Der Reiz ist, dass die Kirche sich erinnern lassen muss, dass sie eine ist, von einer Taufe geeint. Und dass zur Kirche auch Christinnen und Christen gehören, denen ich mich womöglich sehr fremd fühle. Reisen bildet, und ich bin mal in einer neopfingstlerischen Kirche in Brasilien gewesen, wo nach Kräften Dämonen ausgetrieben werden mussten. Ich brauchte ein kleines Stück petrinischen Dienst, um mich ins Bein zu kneifen und zu sagen, auch das ist Kirche Jesu Christi, auch wenn du dich hier fürchterlich unwohl fühlst. Also, diese kräftige Erinnerung an die Einheit der Kirche, gerade wenn es mir nicht passt, ist eine wesentliche Funktion. Die evangelische Sorge, und das können Sie jetzt wahrscheinlich typisch evangelisch finden, beginnt dann, dass wir evangelisch notorisch sagen, jedes Amt steht unter dem Wort und ist an ihm zu prüfen. Auch uns ist völlig klar, dass es kein unmittelbares, geschichtsloses Verstehen biblischer Texte gibt. Gerhard Ebeling hat mal gesagt, Kirchengeschichte ist Auslegungsgeschichte der Heiligen Schrift. Well wrote, Lion. Sind die Evangelischen notorische Skeptiker, weil sie sagen, wir glauben nicht immer, dass das eine Fortschrittsgeschichte ist. Das könnte sein.
Und deswegen, das Basiskriterium, jedes Amt muss sich an der Wahrheit des Wortes prüfen lassen. Es kämen noch ein paar andere Kriterien dazu, etwa die Beachtung der Synodalität der Kirche, aber das mal als erste Markierung. Daraufhin wäre eine katholische Stimme schön. Also das Problem mit dem Ehrenprimat ist ja sicherlich, dass er auch bestimmte, also wenn eine solche Anerkennung, und da versetze ich mich jetzt wirklich mal in evangelische Position hinein, und wenn die realistisch sein sollte, müsste sie doch eigentlich auf der katholischen Seite mit einer förmlichen Ablehnung des Ersten Vatikanums und des Papstdogmas des Ersten Vatikanums einhergehen. Also anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, denn ansonsten wäre doch eigentlich ein solcher Ehrenprimat immer an das Wohlwollen des Einzelnen, zumindest aus katholischem Verständnis, des einzelnen Papstes gebunden, der also gerade dieses Amt ausübt. Und da beginnt, glaube ich, die Schwierigkeit. Also ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, wenn die Entwicklung des Papstamtes im katholischen Bereich selber eine solche Entwicklung nimmt, dass am Ende die Evangelischen sagen, dem können wir auch zustimmen. Dann könnte ich es mir vorstellen. Möglich ist ja alles. Ne? Also ja, möglich ist vieles. Das Problem ist, dass der Begriff Ehrenprimat auf dem Ersten Vatikanischen Konzil explizit ausgeschlossen wird. Da heißt es, der Primat des Bischofs von Rom ist eben kein Ehrenprimat, sondern ein rechtlich ausgestalteter Primat. Also müsste man fragen, was hier Ehrenprimat ist. Aber da würde ich auch die orthodoxen Mitbrüder und Mitschwestern mal fragen, was versteht denn ihr unter den Ehrenprimat des Patriarchen von Konstantinopel? Das ist nicht nur ein Titel. Der Patriarch von Konstantinopel beruft ein Konzil ein, er präsidiert einem Konzil, da kann man ja drüber reden. Dann ist es aber kein Ehrenprimat, dann ist es irgendwas anderes, dann hat es eine Rechtsgestalt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, es wäre sehr interessant und es würde mich sehr freuen, wenn evangelische Christen und Christinnen einfach mal darüber reden und wie Sie es, Herr Kollege Heiler, angedeutet haben, ob das eine Option wäre. Könnten wir sagen, das ist vom Neuen Testament, wie evangelische Christen und Christinnen, jetzt nicht gerade der Widerspruch zum Evangelium, wie es Luther gesagt hat, Teufel gestiftet, sondern ist es tatsächlich, oder der Antichrist, sondern ist es tatsächlich eine Möglichkeit des Evangeliums, das Evangelium heute so zu leben, dass wir einen Sprecher nehmen. Ich muss allerdings sagen, ich bin nicht sehr zuversichtlich über die Rezeption im evangelischen Bereich. Ich habe vor einigen Jahren mit dem damaligen ehemaligen Landesbischof Friedrich gesprochen, der gesagt hat, einen einzigen Satz in seinem Leben bereut er heute noch, als er mal den Vorschlag gemacht hat, dass man darüber nachdenken, also die vorsichtige Formulierung, man könnte da vielleicht im evangelischen Bereich darüber nachdenken, ob es sein könnte, dass der Bischof von Rom der Sprecher der Gesamtchristenheit ist, was er so und so in der medialen Öffentlichkeit ist. Er sagte, die Reaktion, die er da erfahren hat, hat ihn sein Amt, die Niederlegung seines Amtes etwas leichter gemacht. Also von daher ist es durchaus... Ja, aber es hat dann geholfen, dann aufzuhören. Denn es war nämlich eine sehr, sehr massive Geschichte und gerade aus Norddeutschland kamen da einige Anmerkungen, die, auch aus Westmittelfranken, Aber wie gesagt, also das wäre doch mal ein Riesengedanke, wenn das eine Option wäre, mal drüber nachzudenken, dass das jetzt nicht, dass das Papstamt nicht gegen das Evangelium ist, sondern eine Möglichkeit, das Evangelium heute zu leben im evangelischen Bereich. Wenn das ein Ergebnis unserer Disputation wäre, dann hätten wir schon einiges erreicht. Also nachdenken heißt ja nicht, dass ich zum Ziel kommen muss, er ist es, aber es ist jedenfalls eine ausgeschlossene Möglichkeit. Unsere Sendezeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. Frau Nüssel, Ihnen gebührt das Schlusswort in dieser Sache. Wie realistisch ist für Sie die Umsetzung eines solchen Ehrenprimates, gefragt als Lutheranerin? Also erstmal muss man nochmal sagen, Ehrenprimat kann dann eben nicht, das ist die Anerkennung seiner ehrenhaften Vorrangstellung, aber sie kann dann gerade nicht jurisdiktionell gemeint sein. Das heißt also, wenn man, es kann nicht um die Anerkennung der Unfehlbarkeit des Ersten Vatikanischen Konzils gehen, denn dann ist es eigentlich auch gar kein Ehrenprimat mehr, sondern das ist eine Unterstellung unter eine bestimmte Form der Jurisdiktionsgewalt.
Ich kann nur so viel sagen, es gibt auch da ja durchaus Gespräche. Eine Gruppe hat sich zusammengetan und hat die Frage von Herrn Klausnitzer aufgegriffen und geschaut, inwiefern es nicht auch von katholischer Seite eine Möglichkeit gibt, die Auslegung des Unfehlbarkeitsdogmas so zu verstehen, dass es etwas annehmbarer für Evangelische ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass hinter den Aussagen, die damals Bischof Friedrich getroffen hat, ja im Grunde ökumenische Dialoge auch schon standen, die sich genau das gefragt haben und in denen eigentlich relativ weitreichende Aussagen schon über diese Möglichkeit gemacht wurden. Aber es hängt alles davon ab, was dann mit Primat gemeint ist. Vielen herzlichen Dank, Frau Nüssel. Vielen herzlichen Dank an alle Professoren für ihre Beiträge in dieser Diskussion zum Papstamt. Haben wir damit einen Konsensus, Frau Bürgermeisterin, mit dem Sie zufrieden wären? Sie ist nicht berufen. Jawohl, genau. Es ist gut, dass man die Dinge miteinander bespricht, auf alle Fälle. Natürlich konnte diese Diskussion die verschiedenen Sichtweisen auf das Papstamt nicht vollständig einebnen. Es wäre auch unrealistisch gewesen, das zu erwarten, und das musste auch gar nicht sein. Ich glaube, ebenso deutlich wurde, dass das Trennende oder zumindest noch Trennende einem guten gemeinsamen Miteinander nicht im Wege stehen muss. Das Trennende soll uns nicht den Blick verstellen auf die großen Gemeinsamkeiten der Konfessionen in vielen anderen Dingen. Und Herr Diözesanbischof Voderholzer hat dafür ja sehr eindrückliche Worte in seinem Grußwort gefunden. Nur durch Austausch und offenes Gespräch wird der Weg für ein gemeinsames Miteinander möglich, für ein gutes, heilvolles Miteinander der christlichen Kirchen und für ein gutes, heilvolles Miteinander der Menschen überhaupt. Besonders anschaulich gemacht haben uns das heute die Professoren, die in unserem Religionsgespräch miteinander disputiert haben. Dafür von unserer Seite noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie und einen großen Applaus.